Moin oder was? Neue Reaction und zum ersten Mal auf die absolute Volllegende Fabio Wittmer. Fabio hat neulich ein Video hochgeladen, The Strive, wo er die ikonische Skipiste oder die Piste des ikonischen Abfahrtrenns der Welt runtergeheizt ist, auf dem Mountainbike. Und da gibt es jetzt das Behind the Scenes, das Fahrrad war ausgestattet mit Spikes und so weiter. Ich bin richtig krank hyped, wie diese cinematografische und sportliche Meisterwerk zustande gekommen ist. Direkt rein. Welcome guys to the official behind the scenes of my Strive project. I'm here at the Start House in Kitzbühel. Underneath me the ski race. Strive. Behind the scenes of my Strive video. Strive. Strive. Digga, diese deutsche und englische Unterschied von demselben Wort, von der gleichen Schreibweise finde ich schon wieder wild. I'm just about to start the race and well 5 days ago I've also been here with my bike. I dropped into the slope as well. Video, also diesen Vollbanger, 3 Minuten geht er, glaube ich, nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle definitiv das Hauptvideo einmal gucken, um dann ins Behind the Scenes zu gehen, weil das ist so krank vom Filmerischen. Dann checkt man erstmal, warum es ein Behind the Scenes da so geil macht. Weil es wurden Schanzen gebaut. Er hat, glaube ich, ein richtiges Fahrrad nur für das Video gekriegt, das ganze Outfit nur auf das Video angepasst, die Kameraarbeit bei ihm sowieso immer geisteskrank. Ja, also seine Videos sind vom Skill insane, aber auch von der Kameraführung, vom Schnitt insane. Also da bin ich wirklich hyped, was da so jetzt alles gemacht wurde, damit dieses Video zustande gekommen ist. Ist auch ein Red Bull gesponsertes Projekt, das ist ja sowieso dann immer fett. Das grundsätzlich eh erstmal auf der Streif so ein Video fertig gemacht werden kann, das ist schon krass, da brauchst du schon, glaube ich, die richtige Connection für, Red Bull. Und Red Bull Videos produzieren sich ja auch nicht einfach so, kennt man ja, dass das kranke Videos immer sind, so egal in welchem Extremsportbereich, wenn Red Bull irgendwie involviert ist oder ein Video droppt, dann ist das wild. Drop in! Free! Nein, ja, das ist, soweit ich weiß, so seine eigene Marke. So eine Fashion Mountainbike Motocross Marke. So irgendwie so ein Mix-up von den beiden. 2, 1. Oh, ich hatte. So, plan for this one. We didn't tell the people yet. We're in Kitzbühel at the Strive. Legendary Ski Race. Ich war übrigens mal beim Streifrennen oder beziehungsweise Hahnenkammrennen. Das war, als der Deutsche gewonnen hat. Vor ein paar Jahren. Wie heißt der nochmal, Alter? Chat, helft mir weiter. Wie heißt nochmal der Abfahrt? Thomas Dresen oder sowas. Fuck, den muss man kennen. Vor allem, wenn man da war. Das kann nicht wahr sein, dass mir der Name nicht einfällt. Ich glaube, Thomas Dresen? Dressen. Ja, Dressen. Ja, der hat da gewonnen, als ich da war. Also, das ist ja schon mal richtig geil. Krankes Event. Kitzbühel natürlich dann auch so ein Ort. Noch schlimmer als Düsseldorf. Ha? So, wirklich. Also wenn du da durch den Ort rennst, dann denkst du wirklich, alter Lachs, wo bin ich denn hier gelandet? Also du siehst wirklich Pelzmäntel ohne Ende. Du siehst so Moonboot-Viecher, aber mit Glitzer-Utensilien und was noch mit drauf. Also das ist wirklich geisteskrank, durch Kitzbühel zu laufen. Das ist noch schlimmer, als über die Köhen Düsseldorf zu gehen. Sag ich euch. Alter Lachs. Ja, das Skirennen ist schon wirklich insane, Alter. Boah, ich kenne da auch, ich glaube Mausefaller heißt das, dieser legendäre Drop-In. Ah ja, hier oben ist er, direkt am Anfang. Das ist so eine richtig kranke Airtime schon für die Skifahrer. Da kann er natürlich was Krankes mitmachen.
Und ich glaube, unten hier irgend so eine, die Kante, wahrscheinlich die Hausbergkante, da gehst du auch nochmal richtig fliegen. Alter Bär. Here we had the plan to make a whole video of me making the Strive my own playground. So we are at the first spot. It's actually the first spot of the... Ich war da, wie gesagt, beim Rennen. Ich bin da im Sommer auch mal runtergewandert, die Strive. Ich bin da im Winter auch mal, das war aber vor oder nach dem Rennen, weit vor oder weit nach dem Rennen, also die war überhaupt nicht mehr präpariert oder irgendwas, bin ich da, glaube ich, auch mal mit Skiern runtergefahren. Aber das war halt nicht vergleichbar mit dem eigentlichen. Da war scheiße, das war scheiße. Aber dat, die Abfahrt da mal runterjagen mit irgendwas, ey, das wäre krank. Video. So I kind of like forced myself to train a flat drop flip. For everyone out there who doesn't know, usually you have a ramp which gives you like the pull for the rotation, but without the ramp, you need to almost do a wheelie or a manual loop out and then try to get it around. It's really tricky as the bike is also heavy. I've trained it into foam pit. Oh yeah. Not bad. Don't think it's an endless guy. Was? Krass, hätte ich nicht gedacht, dass für ihn so ein krasser Trick ist. Backflip ohne einen Kicker vorne. Wild. If you would have done exactly what you did, but like continued to commit to it, you would get pretty close. Jawohl. Worked out really well. This is a bit of a different setup. Super hard snow, almost icy. No spike tires for this one. So, got the gear on. Geil. Boah, das Outfit muss man auch mal sagen. Ich kenne das ja aus dem Hauptvideo. Da ist mir das springt die. Das ist so perfekt alles in seinen Videos, Junge. Von jedes Detail. Das Fahrrad, dieses, ich sehe es doch nicht. Rot-Grün-Schwäche. Ist doch scheiße. Aber ich sag jetzt einfach mal dieses gelb-rote Fahrrad auf dieser weißen Piste. Boah, Junge, Junge, werdet ihr jetzt noch im Laufe des Videos sehen, wie sexy das ist. All set up. I've got the job. What's the fences for? The fence is down there and they had to stop me. Because I have no spike tires on, so I probably won't be able to stop. Scary. But, no. Dann ist soweit. Okay. Wir gucken uns das Szenario jetzt in einem an. Aber kurze Erklärung. Das ist ein absoluter Full-Send. Trick gar nur dafür gelernt. Das heißt, er wird den noch nicht richtig safe drin haben. Und vor allem nicht draußen dann so, dass er den draußen machen kann. Er hat drei Zäune aufgestellt, weil er safe vom Fahrrad jagen wird, weil er keine Spikes drin hat. Das heißt, die Kurve wird er nicht kriegen, der wird zu schnell landen. Deswegen stehen da drei Zäune, in die er reinjagen muss. Das heißt, ein Fail ist vorprogrammiert und er wird ja auch locker 70, 80 km oder was drauf haben, wenn er über das Eis jagt. Und damit dann volles Rohr in diese Zäune rein. Auf der Streif. Alter Lachs. Was? Junge, direkt perfekt. All good? Alles gut? Was? Geil, Alter. Krankes Ding. Ein Trick, bei dem kannst du gut und gerne, glaube ich, mal mit dem Kopf auf die Kante aufschlagen, weil du so krank hinten reinziehen musst. Das musst du schon perfekt timen und können. Ach, Junge. Ah, mit den Füßen, Digga. Boah.
Yes! Gewaltig. Jetzt sind wir hier wie bei Philipp in den Videos. Ja, hier können wir schön mitsprechen dann auch mal. Da denke ich mir mal einen Schweden Anfang haben. First jump in the books. Scary one, but worked out like a treat. So preparations, everything. Bike 8. Was passt? Alles gut? Sehr gut. Auf Englisch bitte. Ah, geleck mich. Geleck mich. Amazing. Yep. Cut. God. Total heavy schon den. Alter. Ja, das ist eigenes System. So I'm here with Frankie Zorn. He's an iSpeedway rider. As you can see, he knows bikes really well. It's basically what he's doing for a living. Alter, was? Krank, Junge. So he's creating this for his motorcycles. So it was quite obvious for me to go to him and ask him if he can help me out creating a tire for my Strike. Das ist auch eine wilde Sportart. Also ich kenne wirklich nicht im Ansatz jemanden, der diese Sportart macht. Wie geisteskranke Sportart auch. Auf dem Eis, ich frage mich die ganze Zeit, was das aber irgendwie für einen Sinn macht auf dem Eis. Wenn man da dann so kranke Spikes hat, ist das ja eigentlich wie normal fahren, oder? Ich habe irgendwie so gerade im Kopf den Gedankengang, dass das ja unnötig ist mit diesen Spikes, weil sich das dann ja, das wird sich anders verhalten als die Straße, aber irgendwie auch nicht so in meinem Kopf gerade, weißt du? Ist totaler Quatsch, der Gedankengang, aber irgendwie, dat, ich denke ich mir da zumindest gerade. Live Project. Schau her, so schaut das aus. Ah, okay. You can't really just go somewhere and buy the tire. So everything you see here is handmade by Frankie. Das sind natürlich auch spezielle. Wie schon gesagt, die haben also ein feines Gewinde. Und dann ziehst du das an. Dann passt das. Du? Sicher. Sicher! Wie schaut's aus? Nicht schlecht. Fertig, Fabi, oder? So ist es. So every single screw. Krank, Junge, wie viel Arbeit da auch drin steckt, ne? Wenn durch jeden dieser Noppen da so eine Schraube durchgejagt werden muss. Ist schon wild. It's screwed in by hand and drilled through, so it's been taking Frankie, I think 6 hours for just one tire to get it perfectly done. And we have a couple of sets as spare ones. Das ist ein ordentlicher Gerät, Digga. Ich hätte auch von Anfang an gedacht, dass er eigentlich alle Sprünge mit den Dingern drin macht, aber ist ja Quatsch, wenn er, der erste Sprung, den kann er ja gar nicht damit machen, weil mit den Dingern fährst du ja, wenn du da nicht auf Schnee mitfährst, dann ist er totale Scheiße damit zu fahren. Also da oben der Anlauf auf diesem Holz oder was, ist ja Quatsch, darüber zu fahren so mit den Dingern. Deswegen, das war schon, aber ich erinnere mich auch gerade zurück an diesen bewussten Full Speed Slide in diese drei Zäune rein. Alter, habt ihr seine Beine mal gesehen? Jetzt so eine Minute später wird mir aber bewusst. Alter, krass, hat er auch nicht irgendwie was er hat davon. Bild. So, aber wo es sich geil ausmacht, wenn die Sonne läuft, gell? Also gestern hast du ja überhaupt nicht gesehen, wo man landen soll. So wäre jetzt mal sicher nichts, gell? Aber kann man da landen, wo du jetzt bist, theoretisch? Da ist noch einer Vogel, aber... Nein, er ist auf dem Titel. Alter, so schwarz. Ja, du kannst da landen, aber es ist trotzdem noch... Ja, das sieht jetzt nicht, aber der Wind steht noch sieht echt gar nichts. Wenn man jetzt die Leute, die hier das Video gerade schauen, fragt, wo ist die Landung, sie können es dir nicht sagen. Und genau so sieht es mit den Augen auch aus. Ja, das is ist es. Hier. Krank. Das Konstrukt, das muss ja auch komplett dafür fertig gemacht werden, jetzt für den Einsprung. Ja, da muss schon was Großes hinterstecken, große Produktion, dass du sowas überhaupt machst. Oder halt richtig viel Bock und halt auch Geld. Und die Erlaubnis, das da bauen zu dürfen und so weiter. Also, ne? Red Bull. Over the slope here. This is actually the main race course. My plan was to jump over the whole slope, the whole course. Good. Nice setup of two jumps. We made a training jump for geil. A big one. Landing is a bit mellow, a bit flat. Sort of used to that now since yesterday. Let's see how it goes. Full speed auch.
Die Spikes Boah. Jetzt. Boah. Sagst du was? Junge. Ja, wieder aufgeschnitten. Fuck, Scheiße. I've got a fender, but the fender is it's a shit fender. Stimmt. Das habe ich gesehen. Der hat sich hinten hier dieses Dingen, vielleicht sagt er doch nochmal, Fender weiß ich gerade nicht genau, was das heißt, aber der hat sich hier so eine Art Schutzblech drüber gelegt, weil er halt so krank immer das Gewicht nach hinten verlagern muss bei seinen fetten Drops. Dass er halt, dass die Spikes sein komplettes Arschloch aufreißen. Und deswegen hat er da so ein Ding drüber, damit, wenn er das Gewicht nach hinten verlegt, halt nicht die Spikes im Arsch kleben hat. Das ist ein Schildfender. Too soft. Because it's quite an impact. And then if your front wheel like goes into the snow, it's bad. Der Plan ist, wir dann jetzt da händisch das auflockern, ein Wasser drüben und damit die Ski glatt machen. Dann sollte der Landebereich fest werden. Dann ist es Alter, ich brauche diese Untertitel, die englischen Untertitel brauche ich für die deutsche Sprache da gerade. Also das ist ja wohl, das ist ja. Jetzt hören wir uns das aber nochmal an hier. Damit die Ski glatt machen. Dann sollte der Landebereich fest werden. Dann ist es quasi für morgen oder ist es bereit. Ja, doch, habe ich verstanden. Wir haben schnittsichere Unterhosen. Bist du wirklich jetzt schnittsicher? Ja, das probieren wir jetzt aus. So. Wie ist die gerissen? So, I try to figure out a way of how to make this a bit more safe. Push am Bau, so schaut's aus. Was? Ja, aber geil. Achso, das ist jeder von der anderen Seite. Also, Kontage getroffen. Nee, hier ist er, wenn wir unten angefangen, bis hier. Hey, doppelseitiges Klebeband haben wir, gell? Ja, stimmt schon, ja. Ja, cool, schauen wir mal. So starting the day off with a new fender. Fender. Looks good. Jetzt wollen wir recht testen oder das Ding? Testen! Juhu! Die Kurve ist ja auch wild zu kriegen unten. Ja. Landing's much harder, so it's more safety. You rode the Strive 2, right? Yeah. Yeah, he's a legend, he did it first. Max is trying to help us out with a lot of things here, because he knows how it feels. Is it harder to ride with spikes on the tires? It's totally different. Each spike you add is a lot of weight. So if you turn something heavy really quick, it's harder to turn. The same with the bike. Oh, Junge! Ein massiver Drop. Yo, Digga Lachs. Alter Bär. I like all the ways you shake and I can relate to the ways you move. So come on into my habitat. We can meet up anywhere you choose. Den Shot kenne ich noch aus dem Hauptvideo. Da habe ich mich da schon gefragt, Alter, die Arbeit an der Kamera ist genauso krank fast wie die Arbeit von Fabio auf dem Bike. Weil so in so einem Close-Up den perfekt die ganze Zeit drin zu haben, in dem Speed, den er hat, ist schon echt krass. Achtung, mal die ganze Zeit mich erfasst. Bam! Ist das krank. Big Props an den Kameramann an der Stelle. Ja, das klingt auch so, danke dir. Bitte. Die Ordnung war perfekt. Gut. Was sagen wir? Schwierig zu messen, ne? Weil wir als Klippenspringer kenne ich immer nur von oben runter direkt. Ja, so die Länge war schwierig. Ich würde jetzt mal so 13, 14 Meter, 15, irgend sowas sagen. So probably one of the biggest drops I've done so far is 22.3. 22.3. Good. It's a solid start into the day. What's the plan for the other half of the day?
We've got an even bigger drop. Fabio decided to use the smaller TV tower jump to figure out the speed for the huge Mausefalle drop. Decided to use the smaller TV tower. Aber welcher ist jetzt der TV tower jump? Sehen wir jetzt, denke ich. What's up, everyone? Fabio's gonna do one more on the small one to measure some speed. Und? 46, aber das kann ja schon passen, hey. 46. So we've got a guy who's pretty good in doing maths. He helped us out calculating the speed for the jumps. Now we measured it. It was 46 kilometers per hour just for the small one, which I also think is perfect speed for the big one up there in the Mausefalle. Having high hopes is gonna work. This is unique. This is loud. This is crazy. My name is Fabian Schwabecker and the frame you're about to see was designed by me. Oh, geil! Junge, das ist Arbeit, Mann. Boah. Boah, ist das sexy, Alter, der Rahmen, oder? Boah. Das Fahrrad ist geisteskrank. Auch, wie ich ja gerade schon gesagt habe, für diese Szenerie, Alter, diese weiße Piste und so war krank. Guckt euch das an. Boah. Boah. Das ist ein Sexgerät, oder? Das ist doch wirklich ein Sexgerät. Boah. Mit den Spikes. Das hat auch fast nichts mit dem Fahrrad irgendwie zu tun. Da mit dem. Oder einfach, weil das so. Boah. Das ist irgendwie so ein. Ja, das ist einfach geil. I gave you everything. Ah, das ist dieser insane Drop. Ah, what do you think of the setup? Ah, it's big. It's massive. Like the biggest fear and problem is always like judging the speed, right? Aber diese Radarpistole funktioniert gar nicht, oder was? Wenn du was sagst, hast du die Radarpistole im Griff? Was? Wir haben einfach die Schnellermechaniker mit. Geil. Sie haben die Batterien getauscht. Und jetzt funktioniert es zuverlässig? Just drew out the jumps that he hit now and where he would have landed with the same speed. Junge, die rechnen das ja richtig krank aus. Das hätte ich jetzt, ja okay doch, das hätte ich bei so einem Projekt irgendwie schon gedacht, aber das finde ich jetzt ein bisschen wild, weil das ist natürlich auch so das wildeste Projekt oder so mit die krassesten Sprünge, denke ich jetzt mal, die es so gibt. Sonst würden sie auch nicht so krank viral gehen, also doch schon, weil es auch geile Kameraarbeit ist, aber ich meine, das siehst du jetzt auf jeden Fall nicht alle Tage, dass jemand so einen 22 Meter Drop fertig macht auf dem Bike. Vor allem mit Piste, ja okay, Schnee kommt auch noch darauf hin, dass die Piste vereist ist wahrscheinlich dafür, dass das auf Schnee ist, dass das Fahrrad noch Spikes hat und so. Gut, okay, dafür rechnet man das schon so aus, damit das alles gut ausgeht, weil da die Konsequenzen sind schon enorm hoch. Aber von der Realität ist das auf jeden Fall relativ weit weg. Ich kenne jetzt niemanden, der das so krank berechnet. Also ich komme jetzt auch nicht aus dem Mountainbike-Sport und so, aber ich sag mal, ja okay, ich komme auch nicht aus dem Ski, also schon ein bisschen aus dem Skisport, aber gut, beim Parcours ist das eh nochmal was anderes. Aber da das jetzt so kranke mathematische Graphen und so fertig gemacht werden, das hätte ich jetzt an erster Stelle dann doch nicht so ganz erwartet. Macht schon Sinn, aber hätte ich jetzt nicht so dran gedacht, dass da so viel Kalkulation und Wissenschaft hintersteckt, hinter so einem Full Center. Aber ich meine, ist ja jetzt auch nicht verkehrt, ne? Ist ja in dem Fall auch nur für eine Nummer safer. When he tried the Mausefalle Sprung. The big sand never end. Was denkst du? Geil. Was willst du jetzt hören, was ich echt denke? Ja. Yeah. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Ich glaube, das ist geil. Immer aber machen. Nein, ist da klar. Nein. Musst du sagen, aber das müsste man halt wahrscheinlich im besten Fall heute wissen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man 5 Meter oben springt. Oft sind 7 Meter machbar, wenn 7 Meter machbar sind 9 Meter machbar. Wenn 9 machbar sind 12 Meter machbar.
Ich glaube, der passt schon. Okay, dann lass mal, wie du willst. Ruhig, 12 Meter Drop nur nach unten. Bild. Boah, Junge, Junge. Geil. Boah, da kriege ich aber einen hoch, ey, wenn ich. Boah, komm. Alter, der wird noch vielleicht wilde, Mann. Ja, Wahnsinn. Das Lustige ist manchmal. Scheißt man sich richtig an für was. Und auf mich kann denken, wie geil es eigentlich wird, wenn es fliegt. Fuck, jetzt will ich echt wissen, ob das jetzt echt so geil ist. Ohne Scheiß. Das ist richtig hart. Boah, das ist ja diese geile Nervosität vor so einem Fullsend, wo du weißt ja, du hast das Ding, du weißt, wie geisteskrank geil das ist, wenn du das gemacht hast und geschafft hast. Der Shot danach. Boah. Ja, das ist ein Feeling, du. Geil, Junge. Der springt jetzt da drüber. Ich frage mich die ganze Zeit, wie sich die Spikes oder was hier genau liegt unten, damit die Spikes da nicht irgendwie im Weg sind, sondern dass die Spikes da normal sich weiter verhalten, so wie sie sich im Schnee verhalten. Weil sonst wird das, wenn das sich jetzt anders verhält, hast du ja auf plötzlich ein ganz anderes Feeling, kurz vorm Sprung. Deswegen, das würde mich interessieren, was hier liegt, genau. Da bricht sich doch der Knochen. Was ist das denn jetzt? Universität? Warte mal. Universitätsprofessor Mark, was auch immer, Dr. Thomas Stöggel hat sowas fertig gemacht für den Sprung? Warte mal, ich probiere das jetzt hier mal irgendwie zu verstehen. Seht ihr das Ding in die Skizze? Komm, wir fangen mal oben an. Ich kann ja hier überhaupt nichts mit anfangen, mit den meisten Dingern. Aber freier Fall, da bin ich schon raus. Hier die Skizze? Ich kann da überhaupt nichts mit anfangen, aber ja gut, das ist zu lange her. Mathe, das ist zu lange her. Ich kann da nichts mit anfangen, aber ich finde das geisteskrank beeindruckend, was hier für so einen Sprung fertig gemacht wurde. Junge. Aber es macht Sinn. Es macht schon Sinn. Vor allem auch nach dem, was ich gerade so gesagt habe dazu, macht schon wirklich Sinn dabei. Weil wenn er halt dann den Tacho am Bike oder so hast, eine Anzeige, die dir sagt, genau wie schnell du bist, dann brauchst du dir da halt keine Sorgen drüber zu machen, sondern musst dich nur drauf auf diesen Sprung und die Landung fokussieren, nicht vorher auf den Speed. Wenn das wirklich so klar ist, dass du 47,8 km/h brauchst, dann ist das ja eine Riesensorge weniger. Und dann kannst du, weil der Sprung ist halt insane, ne? Da finde ich gerade echt beeindruckend, so eine Skizze dabei. Den Speed, was ich jetzt gehabt habe, weil mindestens gecased, mindestens. Jetzt frage ich mich gerade, wo muss er den Speed aber haben? Weil er braucht ja irgendwo, wenn er den nicht selber misst, sondern immer nur diese Pistole misst, muss er ja irgendwo diesen Speed haben und danach dann von der Stelle mit dem gleichen Speed weiterfahren. Oder ab dem Moment, wo er diese 47,8 km hat, dann die Bremse nicht mehr betätigen und nicht mehr treten oder sowas. So muss das ja berechnet sein, oder? Weil er muss ja Bescheid gesagt kriegen, ob das reicht oder ob das nicht reicht. Weil ich glaube nicht, dass er dann nach Feeling geht, wenn das jetzt schon so krass kalkuliert ist. Muss das ja wirklich faktisch sein, irgendwie gemessen sein. So, vielleicht finden wir das ja noch raus. Das ist aber ganz sicher. Ab Absprung. Okay, beim Absprung, sagt der Chat. Ja, einer sagt jetzt doch, geht nach Feeling. Ja, normalerweise ja, aber ich meine, die haben das ja extra berechnet. Und diese Pistole, wahrscheinlich sagt er dem, ja okay, so und so viel hasse und dann packt er da doch nochmal irgendwie so nach Gefühl drauf. Oder? Muss ja, weil der muss ja, keine Ahnung, 30, 40 Meter vorher
muss der ja safe wissen, ob er genug hat oder zu wenig hat oder sonst was. Weil er muss ja auch noch bremsen. Und er muss sich ja mental auch vorbereiten. Okay, das ist jetzt der Send, in den ich reingehe. Spannend, das finde ich sehr spannend gerade. Der hat schon gepasst vom Speed. Das ist, glaube ich, schon eher an der schnelleren Seite. Ah, eben, das muss schon passen normal. Ah, okay, mehr Speed ist egal. Ah, okay, mehr Speed ist egal, dann wird der Drop nur immer massiver und massiver. Darf nur nicht zu wenig Speed scheinbar haben. Ja, lieber 2 Angst-KMH mehr. Wenn du bei den Dingern einen Hänger am Nackel hast, dann ciao, sagt Honky Tonk TV. Das ist tatsächlich auch ein spannender Punkt, weil der Mensch neigt ja eher dazu, zu wenig zu geben, um sicher zu sein, also zu wenig Gas zu geben. Ich habe das gleiche jetzt auch beim Skifahren nämlich gemerkt im Funpark. Das ist so ein Urinstinkt oder sowas, den man da umswitchen muss, weil in den meisten Fällen, wenn man jetzt mit so Landing Zones arbeitet, wie beim Skifahren oder beim Mountainbiken in dem Fall, ist es deutlich besser zu schnell, also zu weit zu springen als zu kurz. Das hatte ich nämlich auch zweimal geisteskrank, bin ich so auf den Nackel geflogen bei so einem fetten Kicker. Das heißt, ich hatte zu wenig Speed und bin nicht da gelandet, wo es wieder runter geht, sondern oben. An diesem runden Dingen, wo es quasi von hoch auf runter geht, bin genau oben drauf gelandet. Es ist der Impact deines Lebens, Alter. Es zerscheppert dir deinen gesamten Körper. Bist hellwach. Im besten Fall bist du hellwach, denkst dir nur, oh fuck. Im Worst Case bist du Feierabend und nicht hellwach, sondern todmüde und wahrscheinlich dann auch wirklich so todmüde, dass du nicht mehr fertig machst, weißt du? So ein Ding. Naja, deswegen lieber ein bisschen was drauf und dann bist du sicher. Dann fliegst du zwar weiter und länger und mehr, aber dafür landest du immer noch sanft quasi auf dem Weg nach unten. Stop everyone, Fabian put me up for the Hölle! Boah, dieser Anblick ist auch einfach nur wild, ne? Chillig, ja. Digga! 3, 2, 1, Digga! Ich wollte gerade sagen, die Winkel haben dem allen noch nicht gerechtfertigt. Jetzt der Winkel ist es. Da sieht man, okay, alter Lachs. Der Winkel ist es. Yes! Oh, der war hoch. Auf nochmal das Gefühl. So ist er auch. Ja, Maule! Alter! Yes! Wie hat es sich angefühlt? So ein hartes Feeling, es gab schon. Das war echt krank. Super recht. Happy how it turned out. Yeah. Super happy. Komm mal, Moosbantel! Ja, jetzt, Alter! Der andere war schon 22, der war nochmal deutlich kranker. Boah, Chat. Alter, sind doch über 50 Meter, oder? Oder ist zu viel? Ey, 45 bis 50 Meter? 24 Meter. Hä? Der andere war doch 22. Warum ist der denn jetzt 24? Ah, der hat wahrscheinlich weniger Weite, mehr Drop dafür, ne? Dann ist das anders einfach gemessen irgendwie. 14 Meter. 14 Meter einfach. Der ist von der roten Brücke, wo wir immer runterspringen, ist er mit dem Rad gedroppt, Junge. Okay, das hat nochmal ganz andere Dimensionen. Wenn ich mir vorstelle, von der roten Brücke mit Vollgas ins es ist halt auch nochmal was anderes, aber es ist einfach nur wild. Boah, das ist so eine Airtime, macht einfach nur Bock, glaube ich. Die macht einfach nur, das ist so ein Fullstand, der einfach nur geil ist, Mann. Boah, das ist einfach nur geil, ehrlich. Junge. Oh, das ist echt hoch.
So here we get a bit of a perspective how steep this really is. We've got a decline of 85%, which is really, really steep. The biggest challenge for drops like this is definitely to judge the speed right. You can imagine you're on snow, there are almost no reference points where you can sort of like get a feeling for the speed, especially when you're a bike rider, you're used to having like trees or something around. But here you really need to rely on a lot of like data which we measured before on other drops, on other jumps, and then try and rely a bit on your gut feeling as well. But worked out perfectly. So, alles vorbereitet? Für? Ja, fürs Rennen. Ah ja, fürs Rennen auch, ja. Ja, wir haben gerade was gefilmt, wo jemand mit dem Fahrrad von da oben hier reingesprungen ist. Und das habe ich gefilmt. Ah, mit dem Fahrrad? Ist das, ja, genau. Wo ist er denn reingesprungen? Von hinter ihnen. Also, da ist er reingesprungen mit dem Fahrrad? Na, von da abgesprungen und dann hier reingesprungen. Okay. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. So after, ja, das habe ich früher auch gemacht, als ich noch jung war. Ja, ja, komm. Every day we're meeting in the containers where we've got the editing studio. There are already two guys collecting all the clips, saving everything, putting everything already together with the music, so we can already have a look and get a feeling for what we filmed. Let's see. Krank, wie viele Personen mit dabei. Das ist geil. Speed. Ja, im Ausfall, glaube ich. Der ist voll geil. Das ist ein voll geiler Tag. Ja. Geil. Ja. Muss ich noch ein bisschen mehr machen. Wacht mal auf, das erste, was man sieht, eine Kamera. Geil. Let's make a quick outfit check. There we go. Starting off with cut-proof underwear. Another cut-proof underwear. Heating socks. Protection pants, knee pads and ankle braces. Final bottom part, Nine-Yard pants. Krank. Next. Krank, was der alles anziehen muss, ey. Alright, 7 layers. Was? Nine-Yard prototype. Warum das denn? Final jersey. Here we go. Das Ding ist, da sieht man ganz gut drauf. Wir werden oft gefragt beim Parcours, ja, warum habt ihr denn keinen Helm auf oder warum habt ihr nicht einen Rückenprotektor und sowas auf? Und das sieht man daran ja ganz gut. Ich meine, jeder kennt das, je mehr Schichten im Winter und sowas anhast, und in dem Fall waren es jetzt 7 Schichten obenrum, kannst du dich halt auch immer schlechter bewegen. Und ich meine, beim Fahrrad, du musst dich halt auch nicht viel bewegen. Also es ist sportlich eine kranke Leistung, aber ganz anders. Ich sage jetzt mal ganz frech, und das soll jetzt nicht disrespektvoll oder so sein, das kann man nicht, hier kann man überhaupt nicht. Also hier kann man gar nicht irgendwie disrespektvoll oder wie das heißt, respektlos sein. Das könnte im Prinzip körperlich jetzt auch nicht jeder, aber jeder, der ein bisschen fit ist. Es ist mehr mental, es ist die Technik und so, aber du musst jetzt grundsätzlich nicht körperlich topfit dafür sein, dass du das machen kannst. Gut, das, was er jetzt macht auf dem Level, wahrscheinlich schon. Aber so prinzipiell beim Skifahren, beim Skaten, beim Radfahren und so, weil das Rad bewegt sich, das Rad bewegt dich, ja? Oder beim Skiern, die Bretter bewegen dich. Du musst jetzt mit deinem Körper nicht eigeninitiativ richtig abspringen oder rennen. Anders als beim Parcours, wo du körperlich sehr fit sein musst, um überhaupt auf so ein Level zu kommen, weil du musst schnell rennen, du musst krank abspringen können, du musst alles ins Extrem abfedern können, weil du keine Landing Zones und so hast, okay, beim Skaten auch, aber ihr versteht, wie ich das meine, oder? Weil, was auch oft so ist, beim Parcours, wenn du dann nämlich einen kranken Trainingstag hattest und am nächsten Tag übelst Muskelkater hast, es ist unfassbar schwer loszulegen, weil du musst immer mit deinem eigenen Körper dich fortbewegen und antreiben. Beim Fahrradfahren oder so kannst du halt dich einfach rollen lassen und dann kurz die Bewegung machen, beim Sprung oder so. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ihr wisst, was ich ungefähr verstehe, oder? Und zur Anfangsthematik, warum wir keinen Helm und so tragen, ist halt einfach schlichtweg, weil wir so wenig wie möglich anhaben müssen, damit wir uns bestmöglich bewegen können. Wenn wir jetzt viel anhaben, dann sind wir viel, oder einen Helm oder sowas anhaben, dann sind wir vielleicht auf den ersten Blick sicherer, aber das Risiko, dass wir auf den Kopf fallen oder auf den Rücken, ist halt auch nochmal deutlich höher, weil wir mehr anhaben, was uns irritiert, was unsere Bewegung einschränkt, also man kann nicht im Ansatz so viel geilen Stuff damit machen. Deswegen tragen wir keine Sachen, also keinen Helm und sonst was.
Ja, das ist im Sommerfilm schon fein, so jetzt temperaturtechnisch, gell? Also das soll jetzt in keinster Weise irgendwie respektlos irgendwelchen Communities sein. Ich feiere jeden Sport davon hart, ich mach's ja selber auch. Ist nur eine Feststellung so, ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich beneide die Fahrradfahrer und so darum, weil es kann wirklich schon deutlich chilliger sein. Beim Parcours brauchst du wirklich immer eine deutliche Ladung Motivation, um loszulegen, weil es halt wirklich schon körperlich jedes Mal sehr fordernd ist. Nie chillig. Du kannst nie chillig, also du kannst chillig trainieren, aber du musst trotzdem dann immer, dass du deinen Körper antreiben musst. Wie auch immer, habe ich gerade drüber geredet. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. This, by the way, the new Nanya backpack. Super sick. It's gonna be available soon. Let's go. Hallo. Boah, ich würde den Fabio gerne mal auf Brettern sehen. Muss ja eigentlich, liegt ja auch, also so sportlich gesehen ist es so ähnlich. Mountainbiken und Skifahren, so von dem Cent her und der Mentalität ist schon fast das Gleiche. Du rollst auf was vor, beziehungsweise ja, rollst eigentlich auf was hin, auf den Kicker oder so, musst dann irgendwie das Material und deinen Körper unter Kontrolle bringen. Deswegen, also muss dann halt irgendwie mit dem Material vertraut sein, dann müsste es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche sein, zumindest bei so Flip-Bewegung oder so, wobei ich glaube, dass Mountainbike schon fast eins der schwersten Sachen ist, so in dem Fun-Sport-Segment, was so Flips und sowas angeht, weil du die Arme auch noch eingeschränkt hast, weil du das Bike vorne hast und die Füße, also Beine und Füße sind beschränkt bewegbar, weil du das Material da klemmen hast. Klar, Motocross-Maschinen sind noch krasser, ist klar. Oder so Snowmobil-Dinger, die sind die geisteskrankesten, habe ich Tage noch unterhalten, so bei X-Games. Wenn die mit den Ski-Dos oder was das ist, flippen und so, das finde ich geisteskrank, check ich überhaupt nicht, weil Ding wiegt geisteskrank viel. Aber, ja. Hallo. Ja, hey, probieren, oder? You haven't talked to the audience. What's your plan? Plan here? To do a wall ride. Maybe some of you might know legendary clip of Body Miller. Wo wurde ich mich hochkumpen? Ja, ja. Kann er mit... Oh, mein Fahrt auf der Plane! Ja, Wahnsinn! Mit Badeski drauf! Meine Güte. During the ski race, geil. He was so quick that he almost did sort of like a wall ride. Thought it might be actually a cool thing to imitate him. And to do the same with the bike. Geile Hommage. Geil. Okay, kriegen wir hin. Passt, tschüss derweil. Schlecht. One of the craziest guys from Austria, the Sea Dog. Maybe one of you guys have already seen his insane video or him participating in Rampage. Caudella from Austria. Here we go. Straight down this ridge. So much braking here. Okay. So he's helping me with building all the crazy stuff. Big shout out, Clemens, danke. Geil. Ja, die Extremsport-Community ist einfach nur geil, Mann. Nix so wirklich gegeneinander, sondern alle miteinander, füreinander. Für die fetten Projekte, für die Weiterentwicklung von dem geilen Sport. Es ist einfach nur geil, Mann. Eine Familie. Okay. So. Er geht jetzt richtig weit hoch. Das heißt? Er wird sehr schnell sein. And what oh man. What are we going to do now? What we gone. So we've got a big send coming up. Die Fresse, huh? I can't remember ordering the setup, but... Was ist die Idee da?
Flip-Bob ist machen, also ein Mini-Kicker. Ja. Also eher einen relativ weiten. Bist du das Wahnsinn? Da geht das Loch schon. Wild. Would you like to jump? No way. I'm not stupid. Was denkst du, wie hart man denn wegpoppen? Im letzten Moment geht es schon noch mal ein bisschen steiler. Es gibt ja eigentlich gut Pop. Ich würde jetzt von meiner Perspektive aus sagen, dass man nicht so viel reinballern muss. Es geht auch vielleicht, Robert. Das Ende nie. Ja, alter Lachs. Ja, okay. Der geht noch mal richtig steil hoch, das Ding. Ah, der poppt dich doch von alleine quasi rein. Das ist ja geil. Lasst es mal in geil. Oh, hat aber doch, ich hat schon noch mal sich gut reingelegt. Alter Na, Lachs. Brutal. So we've got a proper transportation for all the stuff. So for this heli, and he's helping us to move the stuff like up and down, because we've got all these wooden plates and they need to be at certain spots. So they're helping us out everything by heli, which is quite crazy. Ihn selber. Das hätte ja absolut gereicht, das Ding. Dann sieht keiner einen Unterschied, ob der jetzt 29 oder 33 Meter springt, dafür einen selber. Ich glaube, die 30er Marke will auf jeden Fall. Du hast mir vorne oben gezogen. Boah. 36. Boah. Schon mal jetzt an, hey. Alter. Also jetzt habe ich mein Eck gelenkt, jetzt gebe ich alles. Ja, 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 ja. Oder? Jawohl. Hey, vielleicht. Ja, Fabio. Fabio ist happy with the jump. Alright, guys. That was a proper project. Thank you, guys. Thank you for everyone who was involved in this. It's not just me making such a project possible. There's so many people being involved in this. First of all, everyone from Kitzbühel who's involved in the race. Thank you guys for letting me ride this. Thank you Red Bull for making this dream of mine, long dream of mine possible. Ja. And er kommt auch aus der Hood. Er kommt aus
Innsbruck meine ich. Also so weit ist es jetzt nicht weg und ich meine, Streif, wie am Anfang schon gesagt, Hahnkammrennen, legendärstes Rennen der Welt und er wird mit Sicherheit auch Skifahrer oder sowas sein, wenn er da aus der Ecke kommt. Ja, das ist schon ein geiles Ding. And yeah, thanks guys for watching. Stay tuned for more. It's gonna be hard to top this one. Ja. See ya. Das denkt man sich aber bei jedem seiner Videos, das wird harter zu toppen. Homeoffice beispielsweise und so weit. Boah, der Typ hat schon so legendäre Videos rausgebracht. Alter Lachs. Was für ein geisteskrank geiles Video. Was mich jetzt so interessieren würde, wie lange die daran gedreht haben, das habe ich nicht ganz rausgefunden in dem ganzen Video. Aber ja, insanes Video. Big up an Fabio und big up an die gesamte Crew, die Kameraleute, insane. Also wirklich absolut wild. So ein Riesenprojekt hätte ich auch mal Bock zu drehen, muss ich sagen. Wär schon ein großer Traum. Und Fabio Wiedmer persönlich kennenlernen, das wäre auch ein Riesentraum von mir, weil das ist schon wirklich so eine Top-Legende, weißt du, so eine wirkliche Weltlegende, so Cristiano Ronaldo-mäßig im Fußball oder Lionel Messi oder so Maradona, eher im Extremsportbereich ist er schon wirklich da ganz, ganz oben, absolute Legende.